bedrohlich. Ich war eigentlich noch im Schock und ich wollte es weghaben und angehen, egal wie schwierig es ist. Ja. Irgendwie war die Entscheidung da, ich gehe nicht, ich packe das, ich will da durch. Kann man will sagen, wollen viel, aber ich wollte auf jeden Fall nicht aufgeben. Ich wollte leben. Die Entscheidung war da. Was glaubst du, was dazu geführt hat, trotz deiner gesunden, aktiven, lebendigen Lebensweise? Ich glaube, ich habe mich übergangen zu lang. Ich habe alles versucht zu machen mit meinem Sport, mit der Familie, mit den Vereinen für die Kinder, nebenher arbeiten. Ich habe alles möglichst gut machen wollen, aber es waren, ich glaube, Jahre zu viel. Und sich nicht diese ganzen Diagnosen und Ratschlägen von anderen Freunden oder Bekannten, da habe ich dieses gehört und dieses und dieses und ganz viel Negatives kriegt man nämlich zugetragen. Ja. Und dieses Bewusstsein, ja, es ist auch irgendwie so eine Demut, das hört sich komisch an. Ich bin auch dankbar für den Krebs, es hat sich so viel gewandelt und neu auf den Weg gebracht. Ich glaube, ich wäre vielleicht nur Jahre in diesem Trott gewesen, wenn nicht diese knallharte Bremse gekommen wäre.